Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Freischuss-Battle mit meinem Bruder. Was geht ab? Heute mal wieder Frauen-Elfmeter, Frauen-Freischussballern, Leute. Sehr, sehr nice Sache. Mal schauen. Wir gucken mal, wie es läuft. Ihr wisst es, letztes Jahr heftige Freischüsse rausgehauen, hatten krass oder haben immer noch wahrscheinlich krasse Werte. Marojan und so weiter und so fort. Ich bin Brasilien, erst Deutscher. Was meint ihr, wer gewinnt? Hashtag Brasilien, Hashtag Deutschland ab in die Kommentare. Leute, lasst ein Like, da macht ihr 1 Milliarde Likes voll. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Shop abchecken, könnt euch die nice Designs, ihr wisst es, in blau, orange, rot und grün zu. Alles am Start, alles am Start, ja. Okay, dann würde ich sagen, können wir reinstarten, Leute. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. Los geht's, Leute. Ab geht die Post. Irgendwie hat es bei Brasilien nicht mal, meine Spielerin hatten eben nicht mal Spielerbilder, also das war wirklich ganz kurios. Pombal, die neue Nummer 10, sonst hatte Marta die Nummer 10, ne? Schauen wir mal, ob die, sehen, ob die das, ob die schießen kann. Miri, ah, die war auch gut, die hatten wir auch letztes Jahr. Oh, guck mal, die Werte keine sind. Keine Bilder, ne? Nee, nee, die sind echt, also ganz kurios. Vielleicht will EA da irgendwie neue machen oder so, naja, und hat deshalb alle raus. Egal, wir nehmen erstmal Miri, die hat stabile Werte, Freischuss ist aber gleich schon wieder over, 86 EFE. Bauen wir mal hier einen schönen Freekick in den Winkel. Boah, ey, die deutsche Torhüterin, die ist eine Maschine, ey. Die war letztes Jahr auch gut. Was war das für ein Move gerade von dir? Wie kann man da. Ich habe nichts gemacht. Ich konnte nicht wegbleiben, warte. Ich konnte gar nicht anders als gegenlaufen, weil dieses Auto. Jetzt geht wahrscheinlich für dich. Ne, okay, gerätsch mich weg. Let's go. Hey, Leute, lasst euch faulen hier. Jetzt. Komm. Ah, jetzt gerätsch ich können. Hey, was ist hier los? Jetzt aber. Schiri. Was ist los, Alter? Schiedsrichterin, was ist mit dir? Pfeifst frisch so nicht? Elsinja, geiler Name. Ne, Elisinja, so. Jetzt aber, jawohl, das ist ein schönes Ding. Digga, die sind aggressiver als Männer, Alter. Und die Schiri. Die juckt's nicht, die Schiedsrichterin. Alter, wie groß ist die? Guck mal, die Schiedsrichterin. Absolut. Alter, wie groß ist die? Guck mal, die Schiedsrichterin an. Ich kann jetzt gerade nicht. Guck mal, wie groß ist die? Ja, ich kann jetzt gerade nicht, Mann. Ich muss grätschen. Oh, Marojan, Alter. Die beste Freischussschützen überhaupt, über 90. Alter, wie groß ist die? Guck sie mal an. Kopf größer als alle anderen. Naja. Vielleicht sind die anderen noch einfach klein. Ja, kann auch sein. Kennst du diese Franz? Wir müssen noch mit Frankreich auch noch mal machen. Da gibt es so eine Franz. Und die anderen kommen, weil die sind ungefähr so groß wie die Torhüterin. Die sind einfach ein bisschen kleiner. Ja, die sind normal groß. Okay, 85 Fe am Makapa. Nehmen wir mal Makapa. Oh, Linksfuß. Warum sind die alle Linksfuß? Ey, kann nicht wahr sein. Okay, ab geht's. Let's go. Diesmal machen wir das Ganze ein bisschen weniger mit Fe, aber Bankrad hält das Ding wieder. Gib her. Lauf, was machst du? Nein. Ach, warum nimmst du das Ding nicht am Fuß? Legst das Ding einfach auf den Boden, ne? Dann krieg ich den direkt. Guck, so, fette Sache. Jetzt kriegst du mit der Torhüter. Zimmer. Boah, ey! Ey, die beide reingegangen. Die hat eine Kopfnuss gemacht und die andere. Alter, ey, guck das mal an. Die eine ist mit dem Kopf reingesprungen, die andere mit den Beinen. Aggressiv, wie sonst was. Mir gehen langsam, glaube ich, die guten Schützen aus. Wer ist das? Ich sammle gerne Karten. Gewinn. Okay, dann gucken wir mal. Die. Du musst die Grätsch nicht gucken. Ja, scheiß drauf, Alter. Wir müssen hier ein bisschen. Alter, was ist das denn? Die hat die Nummer 10, Pombal. 45 EFE. Das ist eine Frechheit, dieses Kapitän. Ey, das ist ein Witz. Junge, mit der Nummer 10 dann so schlechte Freischusswerte, das ist ein. Was ist das, ey? Das ist ein Verrat an der Nummer 10, ey. Wenn das Ronaldinho mitkriegen würde, ey, die Nummer 10 schießt so schlechte Freistöße. Ey, die schießt ja, pfeift wirklich gar nichts. Geht mir richtig auf die Nerven. Ronaldinho guckt da deine Videos. Let's go, natürlich. Der ist doch knascht. Schön aus Knascht, weißt du? Am Heim. Okay, zwei Freischüsse noch. Nix. Doch, muss mal langsam rot gehen. Gar nichts. Was ist los, Alter? Das ist ein bisschen aggressiv, deine Spielerin. So, wen haben wir noch? Ich hatte nur Öl. Nur die, ne? Nee, ich hab Öl. Nicht der Rest auch. Lia. 93 für safe Linksfuß. Warum sind die alle Linksfuß, Alter? WTF? Alter, das ist ganz kurios. Drei Stück jetzt. Von, na gut, 3 von 11. Ist schon hart, Alter. Linksfuß. Naja, vielleicht bei den Frauen mehr Linksfuß. Egal, ich weiß es nicht. Komm, Alter, das ist aber kackfrisches. Alter, ich hab das Battle, glaube ich. Muss ich ehrlich sagen, jetzt schon verloren, ey. Hat keinen Sinn hier. Gib das Ding her. Gib das Ding, ey. Mit wem rennst du denn jetzt mal? Ja, warte. Die war nicht langsam, ey. Warte, so, jetzt. Zack, letzter Freekick, kein Tor bislang. Boah, läuft, ey, das bei gibt so rot, ey. Läuft bei mir. Ach, jetzt nicht mal gelb. Henrich, gibt nichts. Ja, auch gelb. Kann man investieren. Einmal eine gelbe muss man mal investieren, ey. Okay, Leute, wenn ich jetzt unterwegs Straßen gucke. Normal, Alter. Ey, Barney. Hab ich mit Barney schon geschossen? Alter, die ist auch Linksfuß. Barney, gute Werte. Ich glaube nicht. 80 EFE, 83 Kraft. Ich glaube schon, Alter. Die hat die Klose-Elfe. Komm, Alter, wir hauen das Ding jetzt mal hier so rein. Zack. Aber deine Torhüterin, muss man ehrlich sagen, das ist auch ein bisschen
unfair, aber die Freischüsse sind auch daneben kacke, schießt, dann ist es auf meine Tore. Ja, aber die komm, jetzt hau raus, du bist dran. Let's go. Ich glaube, ich habe schon verloren, lauf durch, Alter. Leg mich wieder vor, nein, hör auf, weil ist uns so stippliges, komplett stipplige Ballkontrolle, ist der Ball wieder komplett weg. Willst du etwa seinen Freund spielen? Warte. Ich will nicht rot, ey. Jawohl, das ist dein Spieler umgekehrt. Junge, das ist auch ein Witz. Kann so dumm sein. Ja, ey, was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Warte jetzt, bisschen weit, aber. Warte. Jetzt. Zack, Alter. Das ist ein neuer Lifehack bei Slifty Show. Alter, das gibt's doch nicht. Wenn Slifty du möchtest, Show. Keine Rote. Slifty Show, so eine Legende. Du grätsch erst den eigenen Spieler rum. Mit seiner Katze, Alter, Legende. Marujan, guck mal die Werte. Safe über 90 wieder. Erosion, boah. Alter, Junge, das sind einfach. Werte. Die hat 93 Elfer. Die hat einfach. Hier erstmal mit Leupold. Ja, die hat einfach bessere Werte als alle anderen Spieler. Es gibt, glaube ich, keinen mit 93 Elfer. Der beste ist, glaube ich, 92 dieses Jahr. Oh, der ist heftig. Golasso, wollte ich gerade schon sagen. Deine Torhüterin ist krass. Also, dass sie den hält, ist heftig. Chokisel, der war gut gehalten, muss man sagen. Der Schuss war auch Chokisel. Oh, Chokisel geschossen, ey. Okay, ja. Leupold spielt bei Chelsea jetzt, Alter. Muss ja auch so Freischüsse raushauen. War vorher bei Bayern, jetzt bei Chelsea. Was ist das für ein Slattern? Okay, komm her, oder? Ich sag, hol dir das Ding. Also, ich sag mal so, nach dem ersten Freistoß sieht's schon schlecht aus. Richtig. Selbe Position, Alter. Emre Mor, Tor geschießt. Emre Mor, der sieht schon scheiße aus für mich, ey. Wir sind so eine Legende, ey. Aber wir gucken mal, ey. Die hat frische Seiten, muss ich ehrlich sagen. Seiten auf 0, ey. Ich kann mich nur noch mit einem 0-0 über die Bühne hier retten, ey. Aber du hast, das ist aber unfair, ey. Du hast Schützen, ey. Guck mal, die sind alle stabil, ey. Das mal an, ey. Alle gute Werte. Dallmann. Okay, Dallmann. Ab geht's. 75 fehl, glaube ich, ne? Dallmann ausgesprochen. Genau sein, Alter. Let's go. 2. Du kannst. Ja, meine Mauer ist auch nicht wirklich groß, wenn man ehrlich ist. Come on, Torhüterin. Oh, Alter. Wer ist das, Alter? Der ruhig. Der war nicht mit 3 geschossen. Ja, der war auch nicht mit Power, also wirklich. Also von daher. Du hast 3 gesagt. Ja, ich Power mein, ist dasselbe, oder? Ist so. Das gleiche, oder? Ich kann mal fast sagen, ist das gleiche. Schiri. Hey. Also wirklich, manche Fouls. Da soll mal einer sagen, Frauenfußball ist nicht hart, Alter. Das ist härter als hier bei den Männern. Neymar wird schon wieder 10 Mal am Boden gelegen. Ja, mal 5 Rollen gemacht, Alter. Bisschen Toren. 1 im Toren auf jeden Fall. Okay, dritter Freekick. Noch steht es 0-0, Leute. Ich bin noch. Noch läuft gut, meinst du? Noch. Noch läuft gut. Noch. Noch. Aber Marujan knallt den. Machst du jetzt, oder was? Knallt den so rein, ey, mit 93 Efe. Der hat alles über 90, außer Kraft, ne? Kraft irgendwie 86 oder so. Let's go, Marujan. Boah! Das der ist drin. Gegen meine Torhüterin geknallt, ne? Nein, doch. Der ist innen fast. Nein, drin. Ich glaube nicht. Das gab's noch nie. Der ist, glaube ich, gegen den Rücken nicht, von der Tor. Ich doch. Nicht, ich warte. Ich schwöre, der ist gegen den Rücken. Die hat so geguckt. Bam. Jetzt guck mal. Der ist safe gegen den Rücken von der geknallt. Das habe ich auch noch nie erlebt. Guck jetzt. Zack. Gegen den Kopf. Mann, Alter, was ist das denn? Ey, lass meinen Müsli-Schüssel, ey. Hau nicht um, ey. Ich habe in dein Müsli gehauen. Guck, bam. Scheiße, Alter. Das ist so. Ey. So ein Golasso gab es echt gab's nie. Gab's noch nie. Er kennt das noch, ist das beste Tor ever. Kennt ihr noch Thomas Pieplitzer von damals? Wo war der? Da hau ich ins, komm, da hau ich ins durch, Müsli. Was lauf, ist das? Lauf durch, ey. Da muss man ins Müsli auch bei so einem Freaky. Shit, ey. Warum steht hier auch so eine volle Schale? Ja. Da sind Apfel und alles drin. Leute, das ist ganz eklig. Ich hab eben gefrühstückt. Ich hab reingehauen, weil ich ich wollte auf den Schreibtisch schauen, hau komplett in Müsli rein. Ja. Warum steht da ein Was Müsli? Haust du auf den Schreibtisch, Alter? Ah, der ist aggressiv, bisschen kann das sein. Okay, vierter Freistoß, ich habe schon verloren, aber egal, ey. Du hast noch gute Schützen. Das sah die Torhüterin nicht gut aus diesmal. Aber du hast noch gute Schützen. Pop hat, glaube ich, 87 Kraft, da kann man einen schönen Topspin, aber ist keine gute Position. Die hat auch gut, die haben alle Mühe, gewinnen, die haben alle Hut, die haben alle über 80 nicht, aber über 75 Efe, Alter. Was soll das? Ein Witz, ey. Deutschland heftigste Freistoßmannschaft überhaupt. Das ist mal ohne Witz, ey. Guck dir an. Boah, der war nicht schlecht. Der war drall, aber nicht. Aber das Ding ist, wirklich, boah, die hat den automatisch. Ich hab nichts gemacht. So krasse Freischusswerte. Wie hat die denen verstippelt gerade? Ey, so krasse Freischusswerte im Allgemeinen, ne? Also, dass die ganze Mannschaft. Ich krieg den Spiel. Dass die ganze Mannschaft so stabil ist, das gibt's kaum. Ohne Witz, die Mannschaft von Deutschland, die ist, glaube ich, von den Freischusswerten so all over, gesamt, all besser, over. Besser als Real Madrid. Also die spielen auf jeden Fall besser als die Männer momentan. Ja, aber das kann man das auch mal so sagen. Okay, letzter Freekick, Leute. Das Ding ist, man kann leider nicht Männer gegen Frauen spielen, sonst hätten wir mal so ein Freischussball gemacht. Da 88 ja, Kraft ab. Ey, Digga, der muss jetzt aus 22 Metern so reinballern hier. Ganz schönes Ding. Schöner Topspinner, kennt die nix. Haut Frau, das war verzogen, ey. Das war. Boah, wow. Ey, die hat ihn wie Hulk gehauen. Ja, Leute, das war's von diesem Battle. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, lasst gerne Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren. Täglich einschalten, Leute. Es wird noch die Revanche geben. Mal schauen, ne? Checkt noch einen Shop aus. Gönnt euch die nice Designs in Rot, Blau, Orange, Stuhl, Kissen, Tassen, Turmbeutel, gratis Autogrammkarte, vieles mehr.
Also abchecken lohnt sich. Ich würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Geiles Stadion, auch by the way, ne? Haut rein und ciao.